Yo, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin's, Mogi. Und heute startet mein erstes Projekt einfach Pokémon Rot durchzocken mit nur einem Glurak. Wie ihr oben seht, bam. Ja, das Projekt wird anders verlaufen wie andere Projekte, aber das werdet ihr sehen. Und ja, da ist es, unser Glurak, Alter. Das wird richtig geil. Und unseren ersten Rivalenkampf mit einem Soundbug gegen Keck, Alter. Das wird zu krass. Er wird einen Turtok einfach haben, ey. Das wird zu wild. Aber Leute, ey. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt, was dieses Projekt mit uns machen wird. By the way, warum hat der einen Shiki? Ich hab's eingestellt, dass er einen Turtok haben soll. Naja, Pech für ihn. Gut für uns. Oh, wir haben direkt Glut und so ein Scheiß, Alter. Bap. Soundbugs sind real, die Soundbugs sind real. Aber das scheint gar kein Problem zu sein, ey, hier. Also der erste Kampf ist safe für uns, aber verständlich, wir haben einen Glurak, er hat nur ein billiges Shiggy. Ja. Bap. Und bap. Tod, Alter, tot. Somit haben wir den ersten Kampf gegen unseren Rivalen geschafft und wir sind ein Level aufgestiegen und ja, weiter geht's hier. Okay, er fordert uns nochmal raus und ja, wir bumsen ihn weg, Alter, im wahrsten Sinne. So, er will kämpfen, er hat einen Taubsi, Level 9, ja, das wird uns nichts tun. Wir setzen Glut ein. Wir haben es mittlerweile Level 9 trainiert. Und ja, also ne, mit Glurak sind wir hier am Anfang gerade auch sehr gut aufgestellt. Und im späteren Verlauf denke ich, dass es das ein oder andere ist schon schwierig. Aber mal schauen, mal schauen. Warum setze ich Glut ein? Verdammt. Riesenburn. Okay, kriegen wir keinen Burn, dann machen wir einen Kratzer. Und noch ein Kratzer. Und noch ein Kratzer. Und BAP! Schon ist er fertig. Der letzte war natürlich ein Volltreffer. Easy, easy. Aber jetzt, Leute, Progress, Alter. Jetzt wird's hart, sag ich euch. Let's go. Okay, er hat einen kleinen Stein. Okay, let's go. Please, instant burn hier. Er setzt Tackle ein. Das macht uns nichts. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Leute. Ein Igler kannst du ruhig machen. Greif ihn speziell an. Bap. Jo, jo, die Mucke, ne? Die ist mal wieder insane. Bam. Ist auch gar kein Problem hier. Überhaupt gar kein Problem. Onix. Genau, selbes Spiel. Wir müssen einfach mit Glut durchsweepen. Kann er auch machen. Wir greifen speziell an. Volltreffer, nice. Okay, warum ziehen wir jetzt so wenig ab? Oh, nice, er kriegt den Burn. Hyperheiler. Willst du mich verarschen?
Bam, Volltreffer. Pa! Easy, Leute. Easy. Ja, ich bin gespannt, wie er sich weiterentwickelt hat. Aber ich denke nicht mal, dass er jetzt eine große Chance gegen uns haben wird. Ich denke nicht, Leute. Ich denke nicht. Der Kick kommt mit seinem Tauboga. Nicht schlecht, Level 18. Okay. So, machen wir mal Glut. Könnte schwierig, doch ein bisschen schwierig werden. Er hat 4 Pokémon. Er crittet instant, ne? Alter. Ja. Gerade hat es mehr abgezogen, ja. So, wir machen jetzt hier an der Stelle mal Kratzer. Bap. Das ist gar kein Problem. Jetzt hat er hier Abra. Abra ist physisch nicht so stark aufgestellt. Deswegen, es müsste reichen. Easy. Jawohl, Level 25 erreichen wir an der Stelle. Oh, nice. Ein Ratzfratz. Warum hat der einen Ratzfratz? Leute, er will mich mit seinem Ratzfratz bedrohen. Ja, und sein letztes, sein Shiggy. Ey, der könnte uns beim nächsten Mal echt Probleme machen, wenn er Shilock hat, ne? Aber ey, unser Glurak, unser Johnny, ey, der crittet weg, Alter, ne? Aber der hat mich auch gecrittet, aber nichts, Leute, nichts. So, und weiter geht's. Und ja, Alter, das wird, glaube ich, schwierig. Aber, ich glaube, das packen wir. Weil unser Glurak ist mittlerweile Level 29. Denke, wir sind etwas overlevelt, aber sie hat auch 2 Pokémon. Auf Level 18, ja. Oh, Level 28. Sorry. Hab mich vertan. Oh, wir ziehen gut was ab. Was zieht er uns ab? Pa, bruh. Nichts. Bap. Nice. Starmie, oh, Starmie könnte gefährlich werden. Level 21. Oh, es war ein Crit. X-Abwehr. Na super. Probieren wir es jetzt. Oh mein Gott. Alter, der Blubstrahl war so heftig, da geht sogar der Soundbug. Da ist sogar ein Soundbug am Arsch. Komm, wir müssen nur einmal critten. So, Runde 2. Level 29 erreicht. Sehr geil. So, jetzt machen wir es aber platt. Jetzt haben wir aber auch nicht gecrittet. Ich hoffe, der kommt nicht nochmal mit X-Abwehr. Seit wann machen Trainer sowas überhaupt? Doch verrückt. Ja, Crit. Mann, wir müssen... Ich glaube, wir schaffen das gerade noch so. Aha, noch ein Crit. Ja, Mann, Johnny, unser MVP, hat es natürlich wieder geschafft. Und Arena Nummer 2. Mission complete. Also sonst nicht so viel dicht labern hier. Bap, 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 bap. Let's go. Let's go. Let's go. Ho. Let's go. Go, go. Okay. Denn Tauboga ist Level 19. Aber das... Boah. Der Damage ist real. Er macht Windstoß. Puh. Gar kein Problem gegen uns. Gar kein Problem gegen uns. Er macht nur mal Chip Damage. Kann er gerne machen, aber... Das ist kein Problem. Easy. Jetzt hat er Radikal. Bam. Auch kein Problem. Und Kadabra. Wie schon vorher gesagt, das ist... Er ist physisch nicht stark aufgebaut. Auch kein Problem. Wir one-shotten einfach jeden weg hier.
Level 35. Selbst wenn wir jetzt einen Glumanda hätten, hätten wir schon fast einen Glurak jetzt. Dann Shillok macht es uns. Oh, es war ein Crit. Ey, ihr müsst euch mal vorstellen, das ist Kratzer. Also der ist ja mal überhaupt gar kein Problem gegen uns. Nope. Nicht in diesem. Der Keck bleibt ein Keck. Und weiter geht's. Ja, der wird, denke ich mal, auch kein Problem sein. Wir sind mittlerweile Level 36, 37. Und Glurak hat mittlerweile Schlitzer gelernt. Das Crit hat eine High-Crit-Chance. Damit sweepen wir. Ich sag's euch. Ich habe mir, by the way, noch einen Mirapla gefangen. Als, Ah, scheiße, ich war noch paralysiert. Auf jeden Fall habe ich mir Myrapla gefangen als VM-Sklaven für Zerschneider. Weil das können wir uns nicht erlauben, dass ein Glurak als einziges Pokémon, was wir haben, nutzt, noch Zerschneider kann. Es wäre so weit, kommt es ja noch. Aber wie ihr seht, erste Pokémon schon easy weggeflext. Zweites Pokémon auch. Und sein Raichu, ich glaube, das one-shotten wir auch. Ist gar nicht mal so viel stärker wie Misty. Und bap. Crit. Also ich glaube, mit Glurak wird das hier eine easige Busfahrt. Auf zum nächsten Orden! Frisch gebrüht aus den Bergen Kolumbien. Und hier haben wir sogar noch einen Typenvorteil, da Feuer ja sehr effektiv ist gegen Pflanzen-Pokémon. Und ja, selbst mit Glut, Glurak kann by the way nur Glut als Feuerattacke. Aber selbst mit Glut sollten wir das schaffen. Und wenn nicht, haben wir immer noch Schlitzer. Und der Levelvorteil ist insane. Noch. Ah, ey, ich habe das Gefühl, Schlitzer crittet immer, ey. Level 45, ich habe schon bald Angst, dass er uns nicht mehr gehorcht, ey. Oh, Tangela wird auch weggesweept. Bap! Ey, ich schwör's, Johnny ist so ein Biest, Alter. Und jetzt kommt ihr MVP. Aber ist auch nichts gegen unser Johnny, aka Glurak. Tatsächlich hat sie ein Crit-Dingens überlebt, ne? Aber so ein Crit-Monster, ne? Hat schon wieder zum dritten Mal hintereinander gecrittet. Weil es so schön war, setzen wir Glut ein, um sie nochmal ein bisschen zu demütigen. Und das war's auch schon. Also, bisher bin ich noch nicht überzeugt von so einer Challenge, ne? Also, war sehr leicht bisher. Naja, weiter geht's zum nächsten. So, nun sind wir bei dem Boss gelandet. Von Team Rocket, Mr. Giovanni. By the way, der beste Boss, wie ich finde. Aber der sollte gar kein Problem sein. Ich meine, der war sogar noch underlevelter als die eine da. Die Erika. Aber er hat einen Onix. Wir versuchen es mal mit Flammenwurf. Ah, wir haben doch Schaufler. Ich habe ihm noch Schaufler beigebracht. So, aber ich werde auch beim nächsten Mal zwischen den Arena-Kämpfen und den krassen Kämpfen werde ich mal ein paar Trainer skippen. Habe ich jetzt schon gemacht, weil Johnny ist einfach viel zu stark. Um das mal ein bisschen spannender zu machen. Weil ihr seht, ich sweep hier komplett weg. Schon wieder einmal. Also, das ist mal wieder übelst kein Problem. Und ja, auf zum nächsten Kampf! Hallo, Mogi! Was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fett aus. Ja, sicher, Alter. Mein Johnny bumst dich gleich weg. Das wirst du mal sehen, Alter. Bam, Alter. Der Keck. Mit 5 Pokes. Aber die sind halt auch so underlevelt. Ich verstehe das gar nicht, ey. Aber das wird sich, glaube ich, beim fünften Arena-Leiter wird sich das wieder ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob der auf demselben Level ist. Ich glaube nicht, aber das wird jetzt auf jeden Fall schneller angehoben. Das weiß ich noch wohl.
Ihr seht, ey Leute, ne, also, das ist ja überhaupt keine Level 22. Come on, ich bitte dich. Selbst wenn ich ein volles Team hätte, wäre das überhaupt gar kein Problem. Akadabra mit seinem komischen Sprite. Jo, zwischen den Arenen und den wichtigen Kämpfen habe ich halt auch noch so ein paar Sprites gesehen und so, ne, vom Pokémon, wo ich mir so dachte, Alter, was für eine Scheiße. Oh. Und das war's auch. Ja. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Auf zum nächsten Kampf! So, ich bin mal gespannt, was er drauf hat. Smogon. Aber, was sage ich, die Level erhöhen sich. Hier gab es noch keine Schwebe. Hier mache ich einfach mal Schaufler. Das ist sehr effektiv und tschüss. Das ist gar kein Problem. Aber wie ihr seht, Johnny erreicht schon mittlerweile Level 63. Das ist einfach ein Biest mittlerweile. Ja, den müssen wir auf jeden Fall sehr effektiv treffen. Aber ich glaube, jetzt könnte es ein bisschen spannender werden. Guckt euch mal die Level an. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger spielen als sonst. Aber selbst er wird gewone-shottet. Ey, das ist unglaublich. Noch ein Smogon. Ja, machen wir dasselbe Spielchen. Also, ich muss schon sagen, das ist ein Trauerspiel gerade. Das ist echt ein Trauerspiel. Und Smogmog, ja, dasselbe. Ey, aber hatte der nicht in der gelben Edition andere Pokémon? Oder mehr? I don't know, ey. Oh, er hat's überlebt. Aber wie ihr seht, Level 43 ist der, ne? Also, die Levelkurve erhöht sich. Was mir zusagt, muss ich ehrlich sein. Ja, nice. Auf zum nächsten Kampf! Jo, Mogi! Haha, ich wusste, du würdest dich hier vorbeikommen und schätzt Team Rocket und so und bla 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 bla. Ja, komm, mit die Klappe, lass kämpfen jetzt mit deinen Lowies. Mal gucken, ob wir es schaffen, Leute. Er hat mittlerweile 5 Pokémon. Unser Glurak bzw. Johnny ist auf Level 58. Aber der hat Level 37er. Wir ballern hier direkt mit. Machen gar keine Faxen. Wisst ihr, wie ich meine? Gehen einfach drauf jetzt. Er hat einen Fukan. Ah, stimmt, der hat später einen Arcani, ne? Ja, aber ciao. Muss los. Also, das ist auch wieder mal gar kein Problem, ne? Dingens ist einfach viel zu stark. Und das Ding ist, Leute, ich skippe schon die Trainer. Also tatsächlich, so, ich achte darauf, dass ich nicht gegen die kämpfe. Aber das ist so krass einfach, wie schnell man eigentlich levelt, wenn man nur ein Pokémon hat. Also hätte ich echt nicht gedacht. Bam. Ich hoffe, die Top 4 werden nicht so leicht. Aber jetzt kommt wiederum sein Turtok Level 40. Mal gucken, ob wir es one-shotten. Ich glaube nicht. Ja, sogar mit einem Crit nicht. Panzerschutz, ja Bruder, Alter. Bringt dich jetzt auch nicht weiter. Und das war's mit dem Keck, Alter. Tja. War halt auch gar kein Problem, ne? Auf zum nächsten Kampf. Howdy, jetzt kommt hier wieder Giovanni. Alles klärchen? Okay, Giovanni, jetzt let's go. Let's kämpfen. Mal gucken, ob er stark genug ist. Aber ich schätze wiederum nicht, ne? Nidorino, Alter. Digga, komm, Nidoking wieder, Alter. Lappen. Wir werden immer stärker. Ein Kangama. Okay, das könnte schon krasser werden, aber Level 35, das ist halt nichts, ne? Oh, der Soundbug, ne? Der quietscht so in den Ohren, Leute. Zack. Rihorn. Okay, das könnte ein bisschen schlimmer werden, aber
Der resistet und wir killen ihn trotzdem. Oh, Nidoqueen. Boden-Pokémon. Schlitzer. Da machen wir auch keine halben Sachen und... Megablock. Bruder, Alter. Bruder. Wir One-Hitten die einfach oder Two-Hitten die. Das ist sogar kein Problem. Guck mal, wir haben nicht mal KP verloren, ey. Naja, was soll man sagen? Auf zum nächsten Kampf! Vier Pokémon hat die. Bin gespannt. Pff, Kadabra. Level 38, ja, okay. Levelkurve steigt auf jeden Fall, das merkt man. Aber... Nichts, Digga, nichts. Ein Haufen nichts, Bruder. Hier brauchen wir noch nicht mal Progress. Omot. Oder ein Flammenwurf, Alter. Bam, Volltreffer und sehr effektiv. Also Leute, Leute, Leute. Und Simsala, bam, du bist auch tot. Safe. Ja Leute, was soll ich euch dazu noch sagen, ne? Ich mach das nicht mit Absicht. Ich mach es nicht mit Absicht. Und es heißt, ab zum nächsten Kampf. Nummer 7, Alter. Wir sind schon fast durch, ey. Das ist so krass. Der wird aber auch übelst kein Problem sein, der Alien. Weil wir eine TM bekommen haben, zufälligerweise Erdbeben heißt. Und dadurch sind wir mega krass im Vorteil. Einfach weil wir Feuerattacken resisten durch unseren Johnny. Und ihn sogar noch sehr effektiv hitten mit der stärksten Bodenattacke überhaupt. Und ja, was willst du da noch sagen, Alter? Dazu kommt unsere massivst overleveltes Pokémon. Aber... Es wird langsam weniger, also wir steigen nicht mehr so krass Level auf, was sehr gut ist auch. Macht's alles ein bisschen spannender. Bin mal gespannt. Vielleicht ungefähr Level 70 in der Liga, kann ich mir gut vorstellen. Oh, Akani, einfach, ja, ist am Arsch. Ab. Leute, also Level 63 erreicht noch ein Level. Ja, das war's. Auf zum nächsten Kampf! Yo, Giovanni. Oh, ich schwör's dir, der Boss ist einfach so sick, ne? Aber wie auch hier, wir haben Erdbeben, wir sind klar im Vorteil. Also... Oh, die Mucke. Nee, aber... Ja. Nein. Ja, nein. Ja, Diktri kann auch kommen. Ey, dass die aber so underleveled sind, Alter. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ihr müsst wissen, by the way, ich habe das Spiel ewig nicht gespielt, aber... Das ist schon lachhaft. Oh, Erdbeben. Er ist Giftboden. Da treffen wir ihn sehr effektiv mit und... ciao, Alter. Ciao. Bap. Nice. Also bisher war tatsächlich die schwerste Arenaleiter, Arenaleiterin, besser gesagt, Misty. Misty war einfach die krasseste bisher. Einfach weil wir auch einen Typennachteil hatte und die Blubstrahl hatte. Ja, aber... Hier, Level 50. Mal gucken, ob er überlebt. Überlebt. Megablock. Ja, und dann kommen die mit so einem Müll, ne? Statt mal anzugreifen. Also die KI hier ist übel lame, Alter. Ja, das war's mit Giovanni. Und Johnny erreicht noch Level 64. Und damit sage ich, auf zum nächsten Kampf! Oh, Keck, Alter, dich machen wir platt. Dich machen wir platt. Jetzt heißt es Progress, Leute.
Okay, ein Tauboss. Ja, kann man machen. Level 47. Aber wir greifen hier an mit Flammenwurf. Was überlebt der? Flügelschlag. Der erste, der Dingens, ne? Hier überlebt. Trank? Und ist richtig lost, Alter. Rihorn, ja. Auch übelst wack, Alter. Also an der Stelle sollte er mal einen Rizeros haben. Selbst Giovanni hatte eins. Fukano? Ach, hör auf. Boah, ey, das ist so übelst wack, Alter, ne, der Lappen. Oh, wei. Der hat ja nicht mal voll entwickelte Pokémon, Alter. Easy, Leute. Also, was soll ich da. Ich bin ehrlich gesagt sprachlos, wie schwach dieser Lappen ist. Level 50, sein stärkstes Pokémon Simsala, glaube ich, oder? Ne, sein stärkstes Turtok. Oh, stimmt, Turtok. Mal schauen, ob der uns Probleme bereitet. Aber Level 53, ne? Also. Ja. Mein Gott. Oh mein Gott. Als ob er uns wegcrittet. Dieses Mal aber kein Crit, Alter. Hydro-Pumpe-Crit. Der spinnt doch. Ja, der geht sogar daneben, du Pisser, Alter. Junge. Crittet der mich einfach mit einer Hydro-Pumpe weg? Unglaublich. Naja. Stark war er nicht unbedingt, aber gefährlich für die Pokémon-Liga. Also. Ab jetzt keine Trainer mehr skippen. Jetzt heißt es nur noch Progress, Leute. Und auf in den nächsten Kampf. So, gegen Lorelei jetzt. Bin gespannt, ob sie uns die Stirn bieten kann. Ein Yugong. Glurak ist mittlerweile Level 73 geworden. Wir versuchen es mit Flammenwurf. Das trifft neutral. Nichts effektiv. Hä? Aurora-Strahl, das ist dumm. Das ist auch nicht sehr effektiv. Hä? Wieso ist das sehr effektiv? Seit wann ist Eis auf Feuer sehr effektiv? Oder habe ich mich jetzt verlesen? What the fuck? Ja. Aber da machen wir Erdbeben. Das trifft aber sehr effektiv. Wir dürfen hier nicht leichtsinnig. Hä? Boden trifft doch Eis sehr effektiv, oder nicht? Er greift einfach weiter ein. Ich kann nichts machen. Komm, wir machen Flammenwurf. Ey, check das Game nicht mehr. Hatten die da noch einen anderen Typ? Hatten die nicht da nur Monotypen? Nur Wasser quasi? Oh. Ja, jetzt machen wir Schlitzer. Okay, Leute, das könnte knapp werden. Aquaknarre. Digga. Digga. Oh Mann. Okay, die könnte anscheinend auch die schwierigste sein, weil sie gerade, weil sie den Wassereistypen hat. Ey, warum trifft Flammenwurf nicht? Ich habe extra kein. Wow. Ey, aber das Eis auf Feuer, sehr effektiv ist, ne? Lächerlich. So, das ist aber sehr effektiv, ja? Volltreffer und sehr effektiv. Das Crit-Monster Johnny hat wieder zugeschlagen. Ja, Mann. Lapras. Jetzt wird's krass, sage ich euch. Da. Bap. Ey, das ist Crit-Beast, ne? Ey, wenn das jetzt sehr effektiv. Das trifft ja sehr effektiv, ne? Oh. Komm, überlebe über. Ja. Ganz knapp, Leute. An der Stelle sage ich nur eins. Auf zum nächsten Kampf! Der wird aber diesmal kein Problem sein. Er hat Gesteins-Pokémon. Come on. Wir haben, ne? Erdbeben. Erdbeben klärt hier.
Das Einzige, worum ich mir Sorgen mache, sind die AP. Aber ich habe noch ein Top-Elixier und ein Top-Äther. Also, das dürfte das geringste Problem sein. Und wir kommen Level 74. Bruder, muss los. Ein Nocturne. Was kann der gegen uns wohl machen? Ich habe keine Ahnung. Machen auf jeden Fall Flammenwurf und bam, weg ist das Ding, Alter. Auch gar kein Problem. Kikli genau dasselbe. Pap. Ey, den sweepen wir auch durch, Alter. Noch ein Onix. Als Onix noch krass war, Leute. Und selbst damals war der schon schlecht in der Pokémon-Liga platziert, fand ich. So, Machomai. Letzte. Come on, Bro. Gar keine Chance. Guck mal, wir one-hitten den fast, Alter. So, jetzt machen wir nochmal Body Slam. Bam. Easy. Easy. An der Stelle sage ich mal wieder, auf zum nächsten Kampf. So, gerade Bauer will auch Paufs Mull. Kann sie gern kriegen. Let's go. Oh, direkt zum Start Gengar. Nicht schlecht. Aber Gengar hatte hier noch keine Schwebe. Gengar war hier noch schlecht. Heißt, er wird mit Erdbeben sehr effektiv getroffen und da fetzt ihn aus dem Leben. Instant. Also, ich muss sagen, Lorelei war die krasseste, aber da sind wir auch eigentlich schnell durchgekommen. Jetzt haben wir hier noch einen Golbat, den treffen wir mit Flammenwurf. Nicht sehr effektiv so unbedingt, aber macht gut Damage. Ey, schon wieder ein Crit, Alter. Johnny ist so ein Biest. Johnny ist so ein Biest. Hier dasselbe wie mit Gengar, dass sie überhaupt einen Apollo hat, ist so lächerlich, Alter. Bam. Wieder ein Crit, Alter. Heftig. Johnny ist ein Monster. What the fuck? Warum Arbok? Das ist sowas von fehl am Platz. Und bap, auch weg. Ja, der Erdbeben war so heftig, dass selbst der Soundbug kommt. Und noch ein Gengar. Mit Erdbeben ist es weg. Level 60. Aber ich muss auch sagen, wir sind massiv overlevelt. Aber was soll ich machen? Ich habe die Trainer geskippt teilweise und anscheinend ist das Spiel leichter mit einem Pokémon durchzuspielen als mit einem vollen Team. Ich sag's euch, Leute. Ah, ich hab's vergessen. Auf zum nächsten Kampf! Drachentrainer Sigi. Bin gespannt. Auf jeden Fall leadet er schon mal mit einer üblen Schwäche von uns. Ey, wenn das Ding uns trifft, Alter, dann schon schwierig aus. Wir machen Schlitzer. Ich hoffe auf einen Crit und dass es instant weg ist. Ja, Crit, aber. Oh mein Gott, die Hydro-Pumpe ging daneben. Sehr geil. Besser kann es nicht laufen. Also wirklich, wir haben auch gutes RNG-Glück hier, ne? Und Level 65, Johnny wird einfach stärker und stärker. Ein Dragonier, ja, nee, Schlitzer weg das Ding. Also auch gar kein Problem. Noch ein Dragonier. Okay. Ja, aber damals gab es nur ein Drachen-Pokémon tatsächlich, ne? Also es ist schon ein bisschen lächerlich. So, Aerodactyl. Ja, das ist auch ein Problem. Versucht immer wegzuburnen. Aber wir machen auch gut Damage. Superschall. Alter, ey. Was haben die hier für Attacken, Alter? Aquaknarre, Superschall. Lächerlich. So. Schon alleine, damit der nächste Trainer gegen uns kein Problem da. Okay, er kommt mit Hyperstrahl an. Uiuiui, das wird nicht heftig. Nee, und alleine schon wegen dem nächsten Trainer, weil es bisher alles noch keine Herausforderung ist, nehme ich kein Top-Elixier. Einfach, damit es spannender wird. Ich
hoffe es. Der war es ja nicht so. In dem Sinne, auf zum letzten Bosskampf. Kampf gegen den Champ mit der Ultramucke, ey. Das ist so eine richtige Endboss-Mucke, ne? Ohne Scheiß. Ich feier das so heftig. So, Tauboss, er kommt direkt rein mit seinem Tauboss Level 61, Alter. Okay, der könnte uns Probleme bereiten. Wir greifen an mit Flammenwurf. Gib ihn. Hoffentlich tot. Ach komm, ey. Ich schätze, sein Tauboss überlebt irgendwie immer mit so einer KP. Aber der macht auch keinen Damage. Body Slam. Bam, weg ist das Ding, Alter. Ah, Simsala, sorry, aber das ist. Simsala ist kein Problem. Das ist so eine Glaskanone. Bam, auch wieder Crit, Alter. Crit nach Crit, Bruder. Rizeros. Er hat's aufgelevelt, hey. Machen wir noch ein Erdbeben. Das müsste auch reichen für Rizeros. Ja, und schon wieder ein Crit. Ey, was ist los mit dem Monster? Ey, wir critten nur eigentlich. Heftig. Akani. Ist das hier mit dem Crit, wenn man overlevelt ist, dass man automatisch crittet oder was ist das, ey? Okay, ich habe nicht mehr gecrittet. Ich habe wohl einfach nur Glück. Digga, Kokowai, Alter. Das einzige Problem wird tatsächlich, glaube ich, sein Turtok. So. Und sein Turtok kommt jetzt rein, Alter. Level 65, Alter. So overlevelt sind wir dann auch nicht mehr. Und mal gucken, wie viel macht's. Volltreffer, ja, auf Blizzard, Alter. Das trifft uns ja sehr effektiv, wie wir wissen. Aber macht nichts. Bruder muss los, Alter. Bruder muss los. Also. Das, ja. Und wir sind Champ von Kanto. Ja, was soll ich sagen, Alter? Ne, das ist. Also ich muss ehrlich sagen, die Challenge war für'n Arsch. Die war echt nicht schwer. Die war echt nicht schwierig. Ich dachte mir, ich wollte erstmal mit einem Pokémon starten. Also, ne, ich wollte eigentlich ein Projekt starten mit einem schwächeren Pokémon. Dann dachte ich mir, ey, komm, das ist deine erste Challenge in der Hinsicht. Mach doch einfach mit eins deiner Lieblings-Pokémon. Und eins meiner Lieblings-Pokémon ist tatsächlich Glurak, wie von wahrscheinlich vielen Leuten. Aber tatsächlich muss ich sagen, es war überhaupt keine Herausforderung. Schon allein, du bist overleveled as fuck, Alter. Und brauchst gar keinen Progress. So. Ja, mein Fazit zu der Challenge. Ey, das macht mega Spaß, muss ich sagen. Also ich habe das Game jetzt innerhalb von 3 Stunden durchgespielt. Und ja, macht auf jeden Fall Bock. Teilweise anfangs war es auch ein bisschen herausfordernd, muss ich sagen. Ja, aber meine Frage an der Stelle. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für ein noch so ein Projekt, schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare. Und ja, wenn es mir zusagt, werde ich es auf jeden Fall umsetzen. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Also, wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Es war aber leider halt einfach so einfach. Johnny, unser MVP, unser Crit-Monster. Und ja, da bin ich, Mo Yi. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und ja, das war's mit dem Projekt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und an der Stelle sage ich, haut rein, Leute. Ciao.